Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem, ja, Odin war shoppen, Spezial, Unboxing, Mystery Box, irgendwas in dem ich dreh. Ich habe wieder von Spaß kostet was bestellt. Die andere Seite kann ich euch nicht zeigen, weil da meine Adresse steht, aber so kam das jetzt hier vom Postboten an. Ich hoffe, da ist jetzt nichts rausgefallen. Also immer quer durchgeschlitzt. Und hoffe, dass auch nichts mit den T-Shirts ist. Werden wir gleich sehen. Ist diesmal auch nicht nur meins. Wir haben bestellt bei der Aktion 10 T-Shirts für 33 Euro. Und meine Tochter war begeistert, dass jetzt endlich auch mal Mädchensachen mit bei waren. Und deswegen habe ich da überhaupt bestellt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich reiße das einfach mal, was hier sowieso schon kaputt ist, hier einfach ein Stück weiter auf. Und dann fangen wir oben gleich an. Diesmal konnte man Kategorien auswählen unten drunter. Und ich habe Wikinger genommen. Also es wird wahrscheinlich auch viel mit bei sein, was ich schon habe. Aber das ist egal. Oh. Oh, geil. Das habe ich schon. Mit dem Totenkopf. Bei mir steht hinten Asatru drauf. Hier ist jetzt nichts drauf. Aber ist egal. Das Motiv gefällt mir. Das ist einer. Die haben bei Spaß kostet, beziehungsweise beim Nordweltversand. Ich werde euch beide Versand unten drunter verlinken. Ja. Kindergarten gleich. Moment, ich muss jetzt mal da drüben noch. Mein. So, war der Wecker. Geht so? Ich muss aufpassen, wie ich mich hinsetze, weil der Tiger liegt hier neben mir. Der hat sich gemütlich gemacht. Achso, wir müssen ein Kissen wegräumen. Dann geht er auch hier nach hinten. So, jedenfalls, das habe ich schon. Aber halt mit hinten Asatru drauf. Aber, wo war ich? Achso, bei Totenköpfe war ich. Die haben bei Spaß kostet und bei Nordische Welt haben die so ein paar T-Shirts, wo ich sage, da fällt mir der Totenkopf mega geil. Bei Spaß kostet jetzt zum Beispiel das müsst ihr mal gucken, ich muss, wenn ich es noch finde, werde ich euch noch ein Video unten drunter verlinken oder in die Infobox hauen, wo ich bei Spaß kostet bestellt habe. Da habe ich so ein Pullover und ein T-Shirt bestellt mit Bonnie und Clyde, würde ich sagen. Mit zwei Totenköpfe, die sich angucken und dann so ein Herz ergibt und so. Richtig geil. Die sind so bräunlich gemacht, die Totenköpfe, mit außen rot und so. Richtig, richtig geil. Und dann habe ich mir damals auch noch einen geholt mit Totenkopf mit Bart und der hält so ein Rasiermesser im Mund und dann an der Seite grüne Akzente, so Blumen oder so. Richtig fett geil. Aber die gibt es leider nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Das ist 3XL. Das ist für Papa. Das ist aber nicht Wikinger. Okay. Aber Dancing ist Krieg. Steht da drauf. So, aber war für zu Hause okay. Sieht doch nicht mal so schlecht aus. Weil es hätte man weiß halt nicht, was man bekommt. Man kann so in etwa die Kategorie sagen und dann muss man sich überraschen lassen. Das ist aber auch irgendwie cool. Da kommt immer, ist wie so eine Mystery Box. Immer ist was, man weiß nicht, was drin ist, aber es wird was Cooles sein. Auch wo ich letztens die Klamotten bestellt habe, da wo die grauen T-Shirts und das weiße mit Spaß kostet drauf waren und so, da hat man auch richtig coole T-Shirts mit bei. Stolzer Heide, das hier sieht doch geil aus. Stolzer Heide. Trotz 1000 Jahren Christianisierung. Das hier fällt mir. Das kannte ich noch gar nicht. Das kannte ich noch gar nicht. So, was haben wir hier? Ah, Sehnsucht.
Das habe ich auch schon, als Axel-Shirt und als T-Shirt. Jetzt habe ich es jetzt nochmal. Bevor ich jetzt weiterpacke, ich hoffe, warte, wie viel haben wir jetzt schon? 4 Stück. Also 6 kommen noch. Von meinen und von meiner großen, die kommen ja auch noch. Vielleicht habe ich Glück. Ich mutmaße mal, wir werden mal gucken, ob ich Glück habe. Da gibt es so ein paar Shirts, die mir noch gefallen haben, die ich noch nicht hatte. Immer mit Ragnar Lodbrok drauf. Das habe ich selber noch nicht. Und gibt auch andere Shirts, die ich auch gerne doppelt nehmen würde. Zum Beispiel das hier mit der Rune, das ist auch von da. Das sieht auch geil aus, habe ich als Axel-Shirt und als T-Shirt. Ja, und was habe ich noch nicht? Nordic Walking habe ich noch nicht. Achtung, freilaufende Barbaren. Das habe ich auch noch nicht. Und das mit Nordic habe ich noch nicht. Und mit dem Keltenkreuz vorne drauf habe ich noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe ja nach und nach, also gefühlt habe ich schon bei Spaß kostet. Oh! Kostet alles. Das ist eins von meinen Lieblingsmotiven. Ah, hier ist hinten halt kein Viking-Kompass drauf. Aber ist normalerweise ein Viking-Kompass drauf. Vielleicht ist es die erste Modellreihe oder so. Das ist so im Manga-Style gemacht. Nordmann. Ja, das erinnert mich ein bisschen irgendwie an Kratos von God of War. Und dann ist hier halt der Viking-Kompass. Das habe ich gesehen, das Motiv damals. Das musste ich einfach haben. Das habe ich als Axel-Shirt, ich habe es als T-Shirt und ich habe es als Pullover. Weil mir das Motiv so unglaublich gut gefällt, das ist immer was anderes. Also nicht nur einfach so irgendein nordischer Spruch oder irgendein lustiges Bild dazu, sondern so ein bisschen wirklich so im Anime-Manga-Style. Also hat mir persönlich so ein bisschen daran erinnert. Fand ich sehr geil. Jetzt habe ich es nochmal, das ist schön. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr seid, aber manchmal will man halt ein T-Shirt, ein bestimmtes T-Shirt zu einer bestimmten Hose anziehen. Oder man fühlt sich heute so, da hat man einen Bock auf ein spezielles T-Shirt. Und wenn das gerade eine Wäsche ist, ist es Kacke. Oh, jetzt kommt was Blaues. Oh, das sieht auch geil aus. Das kannte ich auch noch nicht. Valhalla ruft. Mit einem Wikinger vorne drauf. Könnte, nee, es scheint Thor zu sein. Nee, ist Odin. Aber mit, ist ein bisschen komisch gemacht. Also, zwei Wölfe, Geri und Friki. Zwei Raben, Hugin und Munin. Ein Wikinger könnte Odin sein, der hat aber zwei Augen. Und ein Thorshammer in der Hand. Spricht für Thor, aber die Raben und so. Man muss auch nicht immer so viel rein interpretieren. So. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh, das sieht ja auch geil aus. Ist das auch meine Größe? Ja. Eisdiel. Das gefällt mir. Das gefällt mir. I still loving you. Mit einer Kettensäge drauf und lauter Blut. Das gefällt mir. Das ist cool. So. Au. Valhalla ruft. Wir kommen weder in die Hölle noch in den Himmel. Oh, das ist geil. Auch 3XL, ja. Nochmal was Einfaches, einfach ein Schriftzug. Ich sage euch auch so, wie es ist. Ich habe mir ja den Spaß kostet Newsletter abonniert und von Nordische Welt. Macht das am besten. Wenn da mal wieder so eine Aktion ist. Also ich sag euch so, wie es ist, bei der nächsten Aktion greife ich wieder zu.
Weil man kann nie genug T-Shirts haben. Vielleicht haben sie das ja auch mal mit Hosen. 10 Hosen für 100 Euro oder was weiß ich. Also Jogginghosen, ja. Das wäre ja auch geil. Und wenn sie auch wieder Frauen haben, werde ich garantiert für meine Tochter auch mitgreifen. Mitzugreifen. Mal gucken, was da mit bei ist für sie. Oh, grau. Grau ist auch schön. Oh, das habe ich noch nicht. Das war auch noch auf meiner Wunschliste. Waldknut. Nordische Welt. Das ist halt der zweite Katalog von Spaß kostet. Die zweite Webseite von Spaß kostet. Wo halt nur die nordischen Sachen sind. Und das haben sie auch dann halt mit so Waldknute unten drunter und so. Das habe ich noch nicht gehabt. Oh, grau-schwarz. Das habe ich ja sogar noch gar nicht gesehen, die Kombination. Ach, da ist es. Da ist es. Nordische Welt. Da ist es, da ist es, da ist es. Das habe ich gemeint. Wo es groß drauf ist. Also die Runen hier außen rum, die stehen für Nordische und unten drunter Welt. Schick, 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 schick. Ist auch das nordische Futhark. Weil da gibt es ja so viele Arten von Runenschriften. Bin ich sehr zufrieden. Sieht sehr geil aus. So, dann müssten wir jetzt, glaube ich, zu meiner Tochter kommen, oder? Ist das noch von mir? Sieht so groß aus. Das sieht groß aus. Das ist noch von mir. Ja, 3XL. Oh, das sieht aber auch geil aus, das Babyblau. Mit Runen drauf. Einherjahr an die Spezialkämpfer. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach so, das steht Einherjahr, steht unten und oben in Runen. Ich habe die Runen nicht alle hundertprozentig im Kopf. Ich muss mir dann so ein paar Runen, die ich kenne, in den Kopf rufen und dann kommt das schon von alleine. Also der Strich mit einfach so ist ein N, das ist ein I, also I bleibt I und was aussieht wie ein M, ist ein E. Und das ist halt ein J. Das weiß ich halt, weil ich halt auch den Namen meiner Tochter tätowiert habe. Das sieht geil aus. Und Babyblau auch. Das ist das erste mit Babyblau, wusste ich gar nicht. Das wäre auch mal eine Überlegung wert, mal, meine Frau meckert schon rum, ich habe alles nur in Schwarz und so, mal Farben zu bestellen, wenn ich sowieso noch ein paar Sachen bestelle. So. Oh, da kommt noch mehr. Da muss aber ein Fehler denn drin sein. XL. Das ist ein Orange. So, guck mal, was hier noch ist. Muss ich gucken, ist ein bisschen durcheinander durch das ganze Zeug. Ach, das ist ein kurzes T-Shirt, also so ein dünneres. Brave Mädchen hören Schlager, böse Frauen hören Metal. Na, das ist cool. Das ist cool. Vielleicht kommt meine Tochter dann ja auch mal in die Nuss von schöner Musik. Die hat manchmal einen komischen Geschmack. Qualität ist auch sehr gut. Dicker Stoff. Eisenzwehe. Oh, habe ich schon die Hunde so dick. Girls go wild. Ja, das
Ist doch okay. Ich hoffe, ihr gefällt das dann auch noch. Ist auch der dünnere Stoff. Meine Tochter mag diesen ganz dicken T-Shirt-Stoff, den ich ja mag. Mag sie nicht so wirklich. Ja, vielleicht, weil Mädchen mögen sowieso luftiger. Vielleicht deswegen. Kopf hoch. Sonst rutscht das Krönchen runter. Das ist okay. Kopf hoch, sonst rutscht das Krönchen runter. So cool. So. Weil ich habe, wo ich für meine Tochter, kann ich ja sagen, wo ich dann ausgewählt habe, welche Kategorie und so, habe ich halt dann am Ende von der Bestellung, kannst du ja noch mal einen Text dazu schreiben. Und da habe ich dann hingeschrieben, dass halt bitte die Damen-Shirts für meine Tochter sind, die ist 14, nichts mit Alkohol, Drogen, Rauchen, Totenköpfe ist okay, sagt sie schon. Und nicht mit Mama und Tochter oder so. Das gibt es bei uns so nicht. Oder beziehungsweise gibt es aber halt keinen guten Draht hin und deswegen keine Erinnerung daran machen wollen. Aus dem Weg, ich muss tanzen. Naja, ich hoffe, dass das noch nicht so in kommt. Das hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass das weitaus später ist. Ja, was willst du denn, Vetter? Hä? Jetzt kommt der Fett so. Nicht? So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, La Familia. Familie fürs Leben sollte, denke ich mal, heißen. Sieht auch geil aus. Bei den La Familia Sachen, da haben sie sowieso ein paar richtig geile Motive. Auch die ganz normalen Spaß kostet Motive, was eigentlich ja Werbung für Spaß kostet ist, wenn einfach nur Spaß kostet draufsteht. So mit Schlachring, ohne Schlachring, mit verschiedenen Farben und mit verschiedenen Ornamenten und so. Sieht richtig geil aus. Social Distancing Queen. Wartet, so. Distanz Queen. Ja, Distanz wäre schön. Zu allem. Wo das Papa keine Angst haben muss. Einen Scheiß muss ich. Ja, das passt. Das passt. Die ist ja in der Pubertät. Der Spruch passt. So wie sie mich manchmal anguckt und so. Da passt das. So. Ich atme ein, ich raste aus. Ja, das passt. Das passt. Ich atme ein, ich raste aus. Also wenn das nicht passt, dann... Das weiß ich auch nicht. Oh, da ist ja was. Mit einem Panischer. Das wird dir gefallen. Mit einem Panischer Totenschädel. Das wird ihr gefallen. Und was haben wir hier noch? Was denn? Ach so, ja, gleich. Oh, das ist auch cool. Das New Balance Zeichen und dann unten drunter Null Bock. Das will ich auch. Das will ich auch haben. Also hier fällt mir. So, ich werde mal gucken, haben wir hier noch. So, hier haben wir denn noch. Ach, haben sie mit reingepackt. Also wie gesagt, einmal
nordischewelt.de. Ich werde euch den Shop verlinken. Da habe ich so ja einen Rabattcode, wenn er da bestellt, von 10%. Vielleicht kriege ich ja von Spaß kostet auch mal einen Rabattcode. Dann halte ich euch auf dem laufenden Weg, dann in die Videobeschreibung auch ergänzen, logischerweise. So, und hier Spaß kostet. Checkt die Shops mal. Sind zwei richtig coole Shops. Hier habe ich dann meine Auflistung. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Weil da meine Adresse draufsteht. So. Nichtsdestotrotz, hoffe ich, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch in die Infokarte, werde ich euch noch ein paar andere Spaß kostet, beziehungsweise nordische Weltvideos packen. Werde ich mal raussuchen, was ich da so bestellt habe, damit ihr so einen Überblick habt. Wie gesagt, Rabattcode in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.